Ja, servus, grüezi und hallo, euer Mr. Key präsentiert die nächste Folge am Yamaha Genius mit den Style-Kategorien und zwei verschiedene Styles, die wir heute natürlich auch wieder verändern wollen. Ja, die heutige Style-Kategorie ist Easy Listening und den ersten Style, den ich hier mal ausgesucht habe, der nennt sich Happy Beat. Und wie das Ganze klingt, das hören wir uns einfach mal an. Schluss. Auf jeden Fall ein ganz happy, ein fröhlicher Beat, der einfach Spaß macht, mit ihm zu spielen. Den Yamaha hier ins Keyboard gepackt hat und gewisse Ähnlichkeiten mit einem Song von James Last sind natürlich wieder rein zufällig. Okay, auch diesen Style wollen wir natürlich heute mit den verschiedenen Slidern, Schiebereglern und im Mixer-Menü auf der Style-Seite verändern. Und ja, wie gewohnt, die Main-D-Variante ist ja schon an, weil da im Prinzip alle Spuren belegt sind. Ich habe eben gesehen, die Phrase 1, Spur ist nicht belegt, aber eventuell bei einem der Intros. Da schauen wir gleich mal nach. So, los geht's mit Rhythm 1. Durch das Tippen auf die gelbe Schaltfläche wird dieser Kanal auf Solo geschaltet und die Anzeige wechselt auf Blau. Ja, der von James Last erfundene Party Beat Style hat natürlich auch ein Klatschen mit dabei und ein Tambourin. Und wir schauen mal, wie die Ausschlagsgeschichte ist bei der Masteranzeige mit dem Pegelwert. Ja, ich denke, da geht noch ein bisschen was. Okay, die nächste Spur ist die Schlagzeugspur auf Rhythm 2. Ja, hier ist schon eine sehr hohe und wie ich finde ausreichende Pegelaussteuerung zu sehen. Das würde ich jetzt mal so lassen. Dann können wir uns auch gleich die nächste Spur, die Bassspur, anschauen. Und hier natürlich wieder Akkorde greifen, eventuell auch verschiedene, auf die Masterseite, um zu sehen, wie hier der Pegel ausschlägt. Ja, den Bass können wir noch etwas anheben. Ja.
Ungefähr so. Damit, ihr habt es gesehen, nur ein leichter Ausschlag im oberen Bereich ist von der Pegelanzeige. Ja, die nächste Spur, die Chord 1 Spur mit akustischen Gitarren. Ja, es ist ein wenig Geschmackssache, ob man die jetzt in der Lautstärke so lässt. Ich werde sie mal ein bisschen anheben. Genau, kommen wir zur nächsten Spur, der Chord 2 Spur. Auch hier eine Begleitgitarrenspur, diesmal die E-Gitarre. Auch die können wir ein bisschen anheben. Ja, als nächstes kommt die Pad-Spur. Ja. Die Marimba. Damit die schön dieses lockere, rhythmische Schema unterstützt, habe ich auch die Pad-Spur etwas lauter gemacht. Phrase 1 war ja eben zumindest nicht belegt, deswegen habe ich die jetzt kurz mal übersprungen und wir gehen gleich zur Phrase 2. Ja, da haben wir jetzt Bläserklänge und auf Main B war ja auch so ein ganz spezielles Schema. Ist eigentlich schon schön und dynamisch. So einen ganz kleinen Tuck machen wir es lauter. So, und dann gucke ich doch mal bei der Phrase 1. Vielleicht ist die ja irgendwo in den Main-Varianten Intro oder Endings oder im Break versteckt. Da kann man ganz schnell einfach mal durchschalten. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht passiert auch gar nichts. Schauen wir mal. Ah, da sind sie. Ja, aber die können natürlich noch lauter. Dazu schalten wir einfach Intro 3 nochmal an. Damit eben diese Bläserspur auch gut zu hören ist. Ja, somit haben wir alle Spuren durchprobiert und können uns das Ganze nochmal anhören. Ob uns das so gefällt, diese Einstellung.
Ja, ich finde, mein Geschmack würde die Marimba noch ein bisschen anheben. Das war die Patchspur. Und die Phrase 1, die Bläser, auch noch ein kleines Stückchen. So, dann einmal flugs abspeichern. Und schon geht's los mit dem A-B-Vergleich. Die Version Original von Yamaha. So weiter und so fort. Ja, und die geänderte Fassung, was ich gerade für euch hier eingestellt habe, das klingt so. Ja, ich finde, das Ganze hat noch ein wenig mehr Druck und je nach Geschmack könnt ihr ja die unterschiedlichen Spuren auch noch lauter oder entsprechend leiser machen. Ja, und so kommt auch dieser Happy Beat super über und sehr druckvoll und dynamisch über die größere Anlage. Wie auch, wenn man ganz klein anfängt. Und nur ein Kopfhörer hat, da natürlich auch schon sehr kräftig und druckvoll rüber. Okay, auf zum zweiten Style in dieser Kategorie, Easy Listening. Ja, und da habe ich mich entschieden für den sogenannten Easy Pop Style. Hör mal rein. Thank you.
Ja, und da geht dieser Easy Pop Style ganz ruhig zu Ende. Ja, ein gemütlicher Vierviertel, Achter Beat, Rhythmus und ein bisschen schneller, würde ich sagen, wie die üblichen Balladen, die dann doch etwas ja, ruhiger im Tempo sind. Aber sehr schön gemacht und wir schauen mal, ob wir den auch noch ein wenig druckvoller machen können. Wir gehen wieder auf unsere Style-Ansichtsseite im Mixer-Menü. Ja, für diejenigen, die quasi heute dieses Video als erstes Video sehen von mir, ich habe die Mixer-Menü-Seite hier auf die Assemble B-Taste gelegt. Ansonsten kommt ihr auch ganz locker, ich gehe mal raus, zack, so. Auf die Menütaste und oben links, zack, da ist dann auch die Mixer-Ansicht zu sehen, wie auch verschiedene andere Seiten, die ihr natürlich frei hier auf die Assemble-Tasten legen könnt. Ja, und los geht's wieder mit dem Verändern. Die erste Spur solo geschaltet und ja, wir gucken mal. Das war nochmal der komplette Style und hier sind immer so kleine Leuchtdioden. Daran könnt ihr sehen, welche Spuren alle aktiv sind, beziehungsweise in der jeweiligen Main-Variante oder im Intro, im Ending, eben Töne von sich geben. Na, hier waren jetzt eben gerade alle aktiv. Ja, die Riffen 1 Spur. Perkussionsinstrumente. Ja, wir gucken hier mal bei der Pegelanzeige. Und das klingt schon sehr schön. Ein ganz klein bisschen lauter kann es aber ruhig sein. Ja, könnte auch beispielsweise nur mit diesem und ein paar, vielleicht den Bass oder die Akkordspur nehmen und dann irgendwas spielen. Das hat vielleicht auch so seinen Reiz, aber das nur nebenbei. Ja, die Hauptschlagzeugspur ist auf Riffen 2. Ja, und hier haben wir den eben schon erwähnten Vierviertel Achter Beat, dieses Schema. Und der klingt schon sehr kräftig und hier oben in der Pegelanzeige sieht man so einen ganz leichten ja, Ausschlag. Das ist aber völlig in Ordnung. Wer mag, kann das natürlich in der Lautstärke noch etwas anheben. Ich lasse ihn mal für heute so in der Lautstärke stehen. Ja, als nächstes die Bassspur. Hier bitte Akkordgriffe greifen, damit ja, das auch korrekt umgesetzt wird. Weil wenn man nur einen greift, ja, man hört zwar auch Töne, aber manchmal werden Melodien gespielt und dann mit einem Akkordgriff ist das irgendwie schöner. Ja, und den Bass können wir auch noch etwas anheben. Vielleicht so. Ja, als nächstes schauen wir uns die Chordspur 1 an. Da haben wir jetzt eine E-Gitarre für Begleitakkorde.
Ja, wir schalten wieder auf die Masterseite, um die Pegelanzeige zu sehen, wie hoch das ausschlägt, diese Spur. Und hier sehen wir, dass dieser Gitarrensound unterschiedlich kräftig eingespielt wurde. Mal ist er etwas leichter im Ausschlag, mal werden bestimmte Töne bzw. Akkorde in diesem Fall stärker betont. Ja, die Spur lassen wir jetzt mal so stehen und gucken bei der nächsten, bei der Chord 2 Spur. Ja, ein E-Piano-Sound, auch hier werden Akkorde allerdings rhythmisch gespielt, in einem bestimmten sozusagen Achtelschema, wobei auch hier wieder einige der Töne stärker betont werden. Diese Spur lassen wir auch mal so in der Lautstärke. Ja, immer wieder schön die Streicher, die für die nötige Untermalung sorgen. Und diese Spur, da es ja hier ein Easy Pop Style ist, würde ich jetzt mal etwas lauter noch machen wollen. Ja, mit dieser Pad-Spur, wenn dort Streicher oder eventuell auch Chöre oder andere Flächenklänge hinterlegt sind, in dem Style, dadurch kann man eine gewisse Wärme erzeugen. Und ja, bei Balladen wären das der sogenannte Schmelz- und Schmalz-Bereich, um das Ganze halt schön rund und melancholisch traurig mitunter zu gestalten durch die Pad-Spur. Ja, die nächste Spur, Phrase 1. Hier haben wir jetzt auch eine weitere Gitarrenspur, eine akustische Gitarre. Die akkordische Begleitung macht, auch mit Betonung, auch in Achtelnotierung. Ja, und die habe ich auch mal ein bisschen angehoben. So, da haben wir noch eine Phrasenspur, die aber gerade noch nicht zu hören ist. Mal gucken, wo die sich wieder verstecken, die entsprechenden Töne. Eventuell bei den Intro oder Endings. Ah, da ist er. Ja, ich breche das an der Stelle mal ab, weil dieser Saxophon-Town. Es geht schon wieder los mit den Versprechern. Dieser Saxophon-Sound schon sehr kräftig und dynamisch ist. Die Lautstärke können wir hier so eingestellt lassen. Ja, das bedeutet, wir haben alle Spuren durch, alle 8 Stück für diesen Style. Und können uns das Ergebnis mal anhören.
Genau, auch hier wieder kurz und knackig. Die Intro-3-Taste habe ich mal zwischen euch gestoppt. Ja, insgesamt klingt das schon sehr voll, rund und druckvoll, diese Einstellung. Einzig jetzt im Nachhinein würde ich das E-Piano noch ein bisschen anheben wollen. Mal eben gucken, das ist die Chord-2-Spur. Ja, ungefähr so. Und das belebt dann noch diesen Groove, diesen Achtelgroove ein bisschen mehr. Okay, wieder abspeichern. Und schon sind wir bereit für den AB-Vergleich, wie es so schön heißt. Version Yamaha. Das war das Original und hier jetzt die Veränderung. Ja, und am Ende mit Ending 3 haben wir nochmal die Fraß 2 Spur mit dem Saxophon gehört. Und wie ich finde, ein wunderschöner Schluss auch bei diesem Easy Pop Style. Ja, Schluss, das ist das Stichwort. Die heutige Folge ist auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr hattet wertvolle Tipps für diese beiden Styles, die ich hier vorgestellt habe. Und ja, bis auf ein Wiedersehen natürlich in der nächsten Style-Kategorie-Folge mit zwei weiteren Styles. Bis dahin sage ich wieder alles Gute, euer Mr. Key und bye bye.